Im heutigen Video möchten wir einmal über Drucker sprechen, nämlich über ein ganz spezielles Modell. Drucker sorgen im Alltag häufig für Frust, gerade dann, wenn das Modell einfach nicht mehr arbeiten will. So muss ein neues Gerät her. Hier sollte man auf jeden Fall ein bisschen auf Qualität achten. Ein Modell, das bei den Kunden sehr gut ankommt, ist der HP DeskJet 2720. Wir haben einmal externe Daten für euch analysiert und möchten euch die wichtigsten Infos hier in diesem Video zusammenfassen. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Tatsächlich ist dieses Modell von DeskJet sehr preiswert verfügbar und bietet laut diverser Auswertungen eine hervorragende Preis-Leistung. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr je nach Angebotszeitraum außerdem noch ein bisschen Geld sparen. Ein Blick in die Infobox lohnt sich auf jeden Fall und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Das DeskJet 2720 Modell ist nicht nur sehr günstig, sondern bringt auch eine WLAN-Unterstützung mit und ist vor allem beim Einsatz zu empfehlen, wenn das Gerät nicht jeden Tag im Büro beispielsweise verwendet wird, sondern eben für den häuslichen Gebrauch. Für kaum mehr als 60 Euro gibt es hier wirklich einen guten Multifunktionstintenstrahler, der eben auch per WLAN gesteuert werden kann und somit im Haushalt als optimaler Drucker dienen kann. Ebenfalls ist das Ganze hier vom Smartphone aus steuerbar, um dann Druckaufträge eben rauszusenden. Das Druckwerk arbeitet sehr langsam, das muss man berücksichtigen, aber die Qualität für Schrift und Grafiken ist definitiv manierlich. Das Gehäuse klappert ein bisschen, das sagen die ein oder anderen Kunden. Das ist daneben noch ein kleiner Nachteil, aber letztendlich kann man sagen, dass eben zu diesem Preis wirklich ein solides Modell geboten wird. Wer auf beidseitigen Druck zurückgreifen muss, der sollte ebenfalls zu einem anderen Gerät greifen, denn das wird hier ebenfalls nicht geboten. Aber die Tintenpatronen haben keine sehr große Füllmenge, was das Gerät auch als Viehdrucker nicht unbedingt spannend macht, wie eingangs schon erwähnt wurde. Wenn man entsprechend nicht ganz so viel drucken muss, ist dieses Modell auf jeden Fall zu empfehlen. Der Patronenwechsel gestaltet sich recht einfach und das Modell liefert am Ende manierliche Ergebnisse zu diesem Preis. Der Tintenstrahldrucker hat eine Druckauflösung von 1200x1200 dpi, schwarz-weiß hier 7,5 Seiten pro Minute, bei Farbe hier druckt er laut Hersteller 5,5 Seiten pro Minute und wir haben hier ein Kombi-Farbpatronen-Patronensystem. Insgesamt eine manierliche Auflösung, ein Flachbettscanner ist auch mit dabei, allerdings eben kein Duplex-Druck und auch kein Fax, aber dafür eine WLAN-Verbindung und USB natürlich mit dabei, sowie die Möglichkeit, das Ganze mit dem Smartphone zu koppeln, auch mit der speziellen kostenlosen App. Maximale Papierstärke hier ist übrigens 300 Gramm pro Quadratmeter bei einer Ausgabekapazität von 25 Blättern. Der maximale Papiervorrat hier beträgt 60 Blätter. Insgesamt lässt sich hier eine solide Bewertung diesem Modell geben. Unterhalb des Videos findet ihr nochmal die wichtigsten Infos dazu. Und wir können als Fazit sagen, dass wenn man ein Gerät für den gelegentlichen Gebrauch sucht, welches eine manierliche Preis-Leistung bietet, dann ist man mit dem HP DeskJet 2720 definitiv gut aufgehoben. Wenn man ein bisschen mehr investieren kann und auch mehr Funktionen sucht, sollte man das auch tun und ein bisschen mehr investieren und vielleicht auch über einen Laserdrucker nachdenken. Dieser Tintenstrahldrucker bietet aber alles, was man im Alltag braucht. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben, freuen uns auch über ein Abo und bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.